Warum stimmen wir nicht einfach ein paar Hooligan nieder? Und damit willkommen zurück zu Simon's Souls Rod Teil 2. Wir haben das letzte Mal einen Zaubertrank gebraut und wir wollten diesen Zaubertrank diesmal versuchen hier zu geben. Mal schauen, was passiert. Feigling? Ich habe es im Net Doom einmal auf... Lust auf einen Energizer-Drink? Sicher? Mist, jetzt fehlt uns ein Spieler. Dein Freund hat sich gerade in einen Beagle verwandelt. Entsetzt dich das überhaupt nicht? Warum sollte es? Wahrscheinlich nur eine Störung in der hiesigen magischen Aura. Sowas passiert hier ständig. Aber es ist eine Schande, dass wir jetzt einen Spieler zu wenig haben. Wir müssen unbedingt einen Ersatz für ihn finden. Ich steige ein, wenn's recht ist. Na gut, wunderbar. Kennst du die Regeln? Ich denke, ich habe das Wesentliche verstanden. Nimm Platz. Ich nehme den Hund einfach mit. Eine Katze und Hund, einfach so. Ich habe hier einen freien Charakter für dich. Da steht, dass ich ein Journalist bin, der Computerspiele testet und bewertet. Ja, ein Computer ist so eine Art magischer Kasten. Ich weiß, ich arbeite also für eine PC-Spiele-Zeitschrift? Genau, du hast kein bisschen Humor. Hey, rede nicht in diesem Ton mit mir! Ich meine doch deinen Charakter. Ach so, du meinst, dass ich einem Spiel 64% gebe, nur weil es nicht von einem kalifornischen Hersteller ist? Ich sehe, du hast das Grundprinzip begriffen. Okay, wo fangen wir an? Wir befinden uns gerade mitten in einem Kampf. Dem kann ich aber nicht zustimmen. Keine Panik, ich habe gerade die Kettensäge gefunden. Du hast keine Kettensäge. Was ist überhaupt eine Kettensäge? Eine Kett? Bla bla bla. Können wir jetzt endlich anfangen? Okay, jeder möge seine Würfel werfen. W6er, Anfänger. W20. Initiative oder was? Mist. Hier. Zwei. Na typisch. Gegen wen oder was kämpfen wir? Habe ich das nicht gesagt? Nein. Gegen einen Dekorateur der vierten Stufe. Was ist an dem eigentlich so fürchterlich? Was ist an so einem so fürchterlich? Die können unbegrenzt viele Tassen Kaffee trinken. Und sind deshalb nur sehr schwer zu besiegen. Was machen wir jetzt? Simon muss erst einmal würfeln. Genau, ich will meine eigenen Würfel nehmen. Was dagegen, wenn ich meine eigenen Würfel nehme? Natürlich. Er hat natürlich gesagt. Zwölf! Du hast ihn getroffen. Würfel jetzt noch einmal für den Schaden. Schon wieder 12! Er flüchtet. Gut gemacht. Toll! Und du musstest ihn noch nicht einmal töten. Simon bekommt das hier dafür. Was ist das? Der Musterkatalog, den der Dekorateur zurückgelassen hat. Oh, wie praktisch! Was? Okay, Jungs, was macht ihr jetzt? Lasst uns diesen Ort absuchen und alles mitgehen lassen, was wertvoll ist. Das wäre aber falsch und unmoralisch. Vielleicht steht hier ja ein neues Modem herum. Ich unterbreche euch nur ungern, doch ich muss jetzt leider gehen. Ich würde ja sagen, dass es mir eine Freude war, doch dem war leider nicht so. Ich schätze, wir werden auch ohne dich zurechtkommen. Wir brauchen einen neuen Spieler. Wir kommen ohne dich zurecht. Wir haben jetzt all das gemacht mit dem Zaubertrank. Das Finale war es für ein Katalog mit schlüpfrigen Wand-Pin-Ups. Das ist... Also in meinen kühnsten Träumen wäre ich nicht drauf gekommen, dass das jetzt das Item ist, was uns irgendwie hilft. Damit kommen wir jetzt ins... In Sordids... mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt so Krempel zum Zeigen. Ja, der Rest ist eigentlich... Größtenteils Quatsch. Die Sprayflasche ist noch nicht genutzt worden. Krempel und Sprayflasche sind noch definitiv wichtig. Und natürlich der Hund.
Okay. Ganz, ganz wild. Seltsam. Also wir geben jetzt den Dekorateur, den Katalog an... Du solltest besser einen guten Grund für deine Anwesenheit vorbringen. Ich bin geschäftlich hier. Bist du der Dekorateur? Ja. Wo ist dein Musterkatalog? Der Boss sagte, du würdest einen Katalog mitbringen. Ich habe ihn hier. Nun, ich schätze, du kannst eintreten. Falls man im Rollenspiel auch natürlich genau den physischen Gegenstand perfekt ausgearbeitet hat. Los, die Stufen hoch in dein Labor. Und verlauf dich nicht, hörst du? Okay. Die Beben. Wie weit wird er kommen? Ich hätte so um die 20 Meter. Glaubst du, der Boss überlässt uns seine Kniescheiben? Die stehen auf Kniescheiben. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Wir sind drin. Ich würde mal sagen, wir speichern mal, weil das ist jetzt definitiv was Neues. 20. Elan 20. Sorditz. Los. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Gobelin. Oder Gobelin, wie immer das genau ausgesprochen wird. Der war nun nicht gerade eine Schönheit. Dann nehmen wir's mit. So, dann haben wir hier einen Treppengang. Hier drinnen stinkt es wirklich ekelhaft. Was ist das für ein Aufzug da? Er dürfte die Quelle des Gestanks hier drinnen sein. Den Hebel mal betätigen? Reden. Achso, den Hebel. Hey, wer hat den Sack über meinen Kopf gestülpt? Es werde Licht. Sollen wir mit ihm reden? Schafft das? Machst du Spaß? Lass mich in Ruhe. Kein Grund, unhöflich zu sein. Er dürfte die Quelle des Gestanks hier drinnen sein. Okay, keine Ahnung. Brauchen wir Schweiß? Müssen wir irgendwas machen? Wir können das Licht an- und ausmachen. Damit kann es irgendjemand nicht mehr sehen, vermute ich mal. Aber wir wahrscheinlich auch nicht so gut. Jedes Mal dasselbe Spiel. Bitte friss mich nicht, Herr Biest. Ich habe eine Frau und 5 Kinder. Außerdem schmecke ich überhaupt nicht gut. Lass mich leben, bitte. Halt mal die Luft an, ja? Du meinst, du wirst mich nicht auffressen? Vielleicht. Wir unaussprechliche Schrecken sind wie die Leute von der Steuer. Jeder hasst uns. Dabei machen wir nur unseren Job. Meine Mutter sagte immer, das Leben ist ein Schokoladenkeks. Ich weiß allerdings bis heute nicht, was sie damit gemeint hat. Deine Mutter. Es ist schön, mal mit jemandem zu reden. Ich meine jemand, der nicht gleich schreit, stirb, Höllenbrute. Stirb, Höllenbrut. Du brauchst bestimmt einen Haufen Zahnpasta, oder? Und Zahnseide. Du glaubst gar nicht, was für Ausgaben das sind. Dabei ist Zahnpflege gerade in meinem Beruf so wichtig. Nun, würdest du mich eventuell vorbeilassen? Ich fürchte, ich würde dich auffressen müssen. Ich könnte ja deine Knochen durch die andere Tür spucken.
Oh ja, bitte. Nein, das geht auch nicht. In meinem Beruf ist Loyalität sehr wichtig. Was genau ist denn dein Job? Es gibt für uns unaussprechliche Schrecken keine große Auswahl. Dabei wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Nun bin ich der Chef der Sicherheitsabteilung. Chef der Sicherheitsabteilung? Ich fresse jeden, der versucht, hier durchzugehen. Oh oh. Es war schön, mit dir zu plaudern. Und tschüss. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Mein Name ist übrigens der Unaussprechliche. Ich würde dir ja eine Hand zum Abschied reichen, aber ich habe keine. Okay, dafür vielleicht das Licht ausmachen? Ich speichere mal. Also bewegen wir es mal. Okay, wir müssen uns echt jetzt im Dunkeln fortbewegen. Zum Glück habe ich auch Kontrollmonitor, kann ich gucken, auf dem Hauptmonitor sehe ich 0. So, riecht er uns noch? Sieht er uns noch? Zauberer. Ah, er hört noch. Ich wollte eigentlich nur. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass ich dich fresse, wenn du das versuchst. Glück für dich, dass mir mein American Dressing ausgegangen ist. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich habe 47 Ohren. Klingt einleuchtend. Okay, shit, da können wir eigentlich das Licht nochmal anmachen, weil wir müssen irgendwas machen, um unsere Schritte zu dämpfen. Es werde Licht! Und es war Licht. Kommen wir eigentlich wieder raus? Komplett? Ah, man käme also mal raus. Interessant. Also man hätte sogar was draußen vergessen können, heißt es für mich andersrum. Das heißt, es wird hier ein Item wichtig sein, was man nicht unbedingt hätte mitnehmen müssen vom Game Design her. Ja? Es ist nicht so ein Item, wo man nimmt ein wichtiges auf und das zweite dazu, wie wir es manchmal jetzt hatten, sondern es ist eins, was bisher unwichtig war. Was war bisher unwichtig? Die Sprayflasche. Können wir die Sprayflasche mit dem Schweiß nutzen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich würde mal gerne in einen anderen Raum gehen, wenn ich wieder das Geräusch mische. Aber die Sprayflasche wird uns ja nicht helfen beim Geräusch. Was haben wir denn noch? Wir haben die Katze. Können wir mit der Katze irgendwas machen? Was machst du mit einer Katze? Ich meine, wir Frauen haben hier zwei fellartige. Ein Hündchen. Es ist so leise wie ein Pantoffeltierchen. Ach nein. Eine Hexenpussykatze. Es ist so leise wie ein Pantoffeltierchen. Ein Pantoffeltierchen? Das heißt, wir... Was machen wir mit dem? Benutzen? Nein. Tragen? Was für eine bizarre Idee. Ich möchte schließlich nicht meinen geheimnisvollen Ruf aufs Spiel setzen. Okay, Moment. Kann es sein, dass es nur macht, wenn es dunkel wird? Jetzt tragen wir den. Ich möchte schließlich nicht meinen geheimnisvollen Ruf aufs Spiel setzen. Wir machen das nur in dem Raum dort vorne. Hier im dunklen Gang. Du glaubst nicht wirklich, dass das funktioniert, oder? Benutzen das und dunkler Gang.
trage... Was für eine verrückte Idee. Dennoch, ich werde es mal ausprobieren. Oh nein, wir tragen den Hund. Ich werde ihn erstmal ein bisschen verzaubern. Machst du während des Fiedernähers. Diese Aussage sind still wie Pantoffeln. Okay, und jetzt tragen wir Pantoffeln. Was ist denn das für ein Geruch? Shit. Ich rieche nichts. Oh, du schon wieder. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Nun, hier stinkt es für gewöhnlich immer nur nach Goblin. Ein fremder Geruch sticht mir deshalb sofort in die Nase. Ah, verstehe. Und tschüss. Okay, wir müssen also noch mit dem Geruch was machen. Und das wird mir das Sprayflasche irgendwie sein und dem schwitzenden Goblin. Okay. Aber schön ist jetzt so, dass man so erstmal Licht. Es werde Licht! Aber diesen Gobelin. Das funktioniert so nicht. Ach, guck mal, hier ist das Schweiß. Eine Pfütze Goblin-Schweiß. Wie erfrischend. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Oh, hier weichen den ganzen Teppich damit ein. Er ist vollgesaugt mit Goblin-Schweiß. Wir gehen mal kurz irgendwo raus. Das brauchen wir schon im ersten Teil. Da gibt es so Nebengeräusche, die extrem laut sind. So, und jetzt verwenden wir es. Wir ringen das den aus, der Sprayflasche, ist das war hier? Ich habe den Schweiß in die Flasche gefüllt. Und wir tragen... Du glaubst nicht wirklich, dass das funktioniert, oder? Okay, das machen wir dann. Also jetzt machen wir Licht aus. Wir gehen vor. Wir haben dann noch die Chance, in dem Raum noch was zu machen. So, in dem Raum. Wir ziehen die Pantoffeln an. Was? Na, shit, wir müssen erst das Spray nehmen. Ich rieche nichts. Oh, du schon wieder. Woher wusstest du, dass ich hier... No. Ah. Okay, erst Sprayflaschen nehmen. Wahrscheinlich. Ist ja blöd, Pantoffeln, dann geht's gleich los. Okay, also. Ich möchte schließlich nicht meinen geheimnisvollen Ruf aufs Spiel setzen. Sprayflasche? Goblin-Schweiß. Pantoffeln? Oh, schön, es gefällt mir, das Rätsel. Ihr seht mehr als ich. Ich sehe fast einen dunklen Bildschirm, zum Glück. Und jetzt auf den Knochen treten, weißt du, knapp da raus sein. Kurz, ich ziehe diese blöden Schuhe wieder auf. Oh Gott. Och nö, das ist wieder so ein Rätsel hier, zigtausend Eingänge. Wo ist man denn hin? Ach, das ist die Zelle, oder? Eine ziemlich langweilige Tür. Wir öffnen sie. Sie ist abgeschlossen. Wir benutzen... Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Da gehe ich nicht lang. Da riecht's nach Radieschen. Bitte was? Du hast Goblin-Schweiß an dir. Du hast alles Mögliche schon mit Schlamm und Zeug gehabt. Aber da riecht's nach Radieschen. Ist jetzt der Grund, weshalb du was nicht tust? Na, das nenne ich aber mal ein Treppenhaus. Da ist ein Knopf an der Wand. Ich frage mich, wofür der ist. Au! Au! Oh je. Ich sollte besser versuchen, den Zeitstab zu finden und mich damit zu befreien. Da hinten ist ein hässlicher Zwerg, der irgendeine junge Dame sich anschaut. Ach, die Zunge, wie die angepinnt ist. Was haben wir denn hier?
Handabdruck-Identifikator. Ich glaube, man muss da seine Hand drauf drücken. Ich würde zu gern wissen, was da drin ist. Bitte legen Sie Ihre Hand zur Identifikation auf. Okay. Okay. Handabdruck nicht identifiziert. Zu dumm. So, was haben wir hier noch? Na, schauen Sie ja. Den nehmen wir mit. Hier ist irgendwas im Glas. Eine Skizze, die wunderschön ist. Und das ist sortiert. In seiner... Also die komische Form, die wir zuerst gesehen haben. Und da ist seine Hand. Sie ist ein Teil von Sordids Roboteranzug. Dann können wir die nehmen. Sie ist fest mit dem Anzug verschraubt. Dann benutzen wir Schraubenzieher. Schraubendreher wahlweise eher. Jetzt haben wir die Hand. Natürlich die Hand nutzen wir jetzt hier. Ja, das ergibt Sinn. Bitte legen Sie Ihre Hand zur Identifikation auf. Was kommt aufs Panel? Handabdruck bestätigt. Der Zeitstock. Er ermöglicht Raumzeitsprünge. Nachdem ich den hier habe, sollte ich besser nach unten gehen und mich befreien. Hey, was machst du hier? Kennen wir uns? Ich hab dich doch in den Kerker gesperrt. Du musst mich verwechseln. Ich wollte gerade gehen. Macht nichts. Ich wollte dich sowieso gerade holen. Der Plan meines Meisters ist bereit zum Ausführen. Zeit, Lebewohl zu sagen, stinkender Zauberer. Warte, was macht diese oben ohne Tanzgruppe denn da drüben? Wo? Na da. Zeit für einen scharfen Abgang, glaube ich. Jetzt sind wir wieder von dem verfolgt. Das heißt, wir müssen jetzt den Stab wahrscheinlich zurückgeben, um das ganze Continuum hinzukriegen. Dieses Typische. Wir müssen die Decke mal langlaufen. Jetzt müssen wir an der Zelle vorbeikommen. Tada! Keine Zeit für lange Erklärungen. Nimm das und verschwinde von hier. Beeil dich! Was muss ich damit tun? Wackele einfach mit den Ästen. Okay. Okay. Kannst du nicht wenigstens einmal was Originelles sagen? Oh je. Alles ist bereit, genau wie es der Meister geplant hat. Es wird Zeit für eine kleine Reise, Zauberer. Wegen dir befindet sich die Seele meines Meisters in der Hölle. Dafür musst du ihn auch aus ihr befreien. Ich habe dir seine Entlassungspapiere in den Hut gesteckt. Komm ja nicht ohne ihn wieder. Währenddessen? Komm, mein kleiner Sordi-Bordi, iss dein Breichen. Aber Mami, ich... Jam. Komm,
Ein Löffelchen für Mami. Mama, ich will keinen Brei. Oh, Saldivardi, wie willst du sonst jemals groß und stark werden? Du möchtest doch keine Ohrfeige, oder, mein kleiner Süßer? Nur noch dieses Schüsselchen und du darfst in die Schule. Ich will nicht in die Schule. Die anderen Schüler ärgern mich immer. Was machen sie denn, mein kleiner Kürbis? Sie nennen mich Stinky und Pickleface. Aber das ist doch noch gar nicht. Denke doch erst mal daran, wie es mir geht. Ich muss unter der Schande leiden, deine Mutter zu sein. Ich muss mit der Tatsache leben, dass ich ein hässliches kleines Monster wie dich zur Welt gebracht habe. Sieht ja toll aus, die Omi. Omi, Liebe, schön alles reinstecken. Hör auf zu schreien, du kleine Kreatur! Iss jetzt deinen Brei! Und lass dieses schreckliche Gewimmere! Du musst endlich lernen, dass dein Junge nicht fein! Aber Mami... Widersprich mir nicht, du ungezogener Wurm! Iss deinen Brei! Und wenn dir schlecht davon wird... Hi, Sordi-Wordi. Erinnerst du dich noch an mich? Ich habe die Entlassungspapiere für den da. Er hat seine Strafe abgesessen. Aber sie sagten doch, er hätte ewiglich. Das ist korrekt. Die Zeit ist heute Morgen abgelaufen. Ach so. Na dann. Warte eine Sekunde. Ewiglich? Heute Morgen abgelaufen? Bis dann. Hey! Meister! Es hat funktioniert. Ui. Es hat funktioniert. Was zur Hölle geht hier vor sich? Du wirst schon bald verstehen, mein ungewollter Komplize. Los, stopp ihm das lose Mundwerk. Ja, Meister! Hast du die Nachricht an Calypso geschickt? Ja, Meister. Er muss jede Minute hier eintreffen. Exzellent. Alles läuft genau so ab, wie ich es geplant habe. Ihr seid ein Genie, Meister! Innerhalb weniger Augenblicke wird sich der entscheidende Teil meines Plans erfüllen. Ich werde deinen Körper benutzen, um in deine Dimension zu gelangen. Und wenn ich erst einmal angekommen bin, kann mich niemand mehr aufhalten. Bereite alles vor. Ja, Meister! Oh oh. Calypso kommt, Meister! Alex, Gott sei Dank geht es dir gut. Es war schrecklich, Großvater. Sie haben mich in ein Verlies gesperrt. Ohne die Hilfe von Simon wäre ich verloren gewesen. Ich habe den Schrank startbereit für dich. Dankeschön. Ich meine, Dankeschön. Deine Stimme klingt so seltsam. Ich habe einen... Ich meine, ich habe einen Frosch im Hals vor Rührung. Oh, ach so, du willst sicher schnellstmöglichst nach Hause. Ja. Leb wohl, Simon. Leb wohl. Danke für alles. Mein alter Freund und, wie immer auch der Name ist.
Oh je. Und damit haben wir ein Problem. Das heißt, der zweite Teil geht nicht mit Happy End aus. Und Simons Körper geht zurück mit Sordid in sich. Hat mir vom Aufbau besser gefallen als der erste Teil. Auch vom Design her mit der großen Übersichtsmap. Ich fand ihn rätselmäßig ein bisschen einfacher als den ersten, muss ich zugeben. Auch wenn das mit den Hunde anziehen ein bisschen schwierig war, aber da war ja, wenn du die Hunde, den Hund angeschaut hattest, mit erst so leise, relativ klar, was da passieren sollte. Oh. Und mit den Charakteren auch schön, aber was ich wirklich mal hart hier sagen muss, ist, jetzt zum ersten Teil, ist es mir persönlich gegen Strich gegangen, dass die Frauencharaktere entweder als total dämlich oder sexualisiert dargestellt wurden. Entschuldigung, aber das fand ich ein bisschen heieiei. Also klar, es ist von 1990, aber es ist irgendwie immer noch, wenn man es jetzt sieht, ist ein bisschen Fremdscham. Vor allem, ich meine, selbst wenn sie da so ein bisschen was machen in die Richtung, dass Simon dann so ein notgeiler Bock ist, der nur solche Kommentare von sich abgibt und man, ich meine, ich hätte ja nichts dagegen, irgendwo, wenn er zwei Kommentare hat von vier, also zwei Auswahloptionen von vier und die anderen beiden sind normal, aber es waren ja alle so gewesen. Aber ich fand es auch schön, dass man die Charaktere aus dem ersten wieder getroffen hat. Also, in sich, schön. So, pusherst du da nochmal rein? Meister! Könnt ihr mich hören, Meister? Ja, mein treuer Lehrling. Läuft alles nach eurem Plan, Meister? Besser als ich es mir je erträumt hätte. Schon bald wird mir die ganze Welt zu Füßen liegen. Und ich werde das Universum beherrschen. Deutsches rumgetestet. Das, was? Dieser 3 Stunden am Tag System. Nicht zufällig aus Zufallsgenerator, zufällig von Alan. Unverständliches Nuscheln von Jonathan. Sehr gut. Schöne Sachen. Borgebürschen von den Toten auferstanden durch Chris. Also ja, also ich finde ihn an vielen Stellen besser, aber uns, wie gesagt, auch ein, zwei etwas Punkte, wo ich sage, ja. Aber sonst wieder schön irgendwie. Und nicht zu lang insgesamt, kann man sich antun. Du vertrotteltes, altes Fossil! Du hast die falsche Person zurückgeschickt! Du täuschst uns nicht, du Ausgeburt des Bösen! Wir... Ich bin es, du Hohlkopf! Sordid hat unsere Körper mit dieser verflixten Maschine vertauscht! Oh! Oh? Oh? Ich hänge wahrscheinlich für den Rest meines Lebens hier fest und alles, was du sagen kannst, ist Oh? Ich glaube das nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Und ich wette, du findest das auch noch komisch. Aber denke daran, wo Sordid jetzt ist. Ich hoffe, er kommt zurück und verwandelt dich in einen Wurf. Und was dich betrifft... Irgendwie glaube ich, dass wir einen Fehler gemacht haben. Fortsetzung folgt. Also dann, vielleicht gibt es ja mal einen dritten Teil auf meinem Kanal, wo wir uns das dann näher anschauen. Das wär's gewesen und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Euer Landetor. Tschüss.